Der DAX hat es geschafft, er ist wieder über die Marke von 13.000 Punkte gestiegen. Allerdings ist er noch ein weites Stück vom neuen Allzeithoch entfernt. Ganz im Gegensatz zu den amerikanischen Aktienmärkten, die immer wieder neue Rekorde vermelden können. Wir wollen uns heute die weltweiten Aktienmärkte anschauen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Herr Matzke, ich grüße Sie. Ja, hallo. Bevor wir auf den S&P 500 schauen, schauen wir auf ein aktuelles Thema Aktiensplit, Apple und Tesla. Wie sehen Sie die Lage? Ja, zunächst mal muss man ja sehen, Aktiensplit. Ein Unternehmen ist eigentlich nicht mehr wert. Ich mache ja nicht mehr Umsatz oder ich habe einen höheren Gewinn, weil ich meine Aktien splitte. Sondern der Aktiensplit, das sorgt für eine gewisse kapitalmarktfreundliche Aktivität. Die Aktie ist besser handelbar und das führt oft zu Kursaufschlägen, manchmal auch zu riesigen Shortdeckungen. Und ich glaube, das ist bei diesen beiden Aktien auch mit passiert. Jetzt ganz wichtig, Tesla ist gar nicht im S&P 500, ist ja der weltweit wichtigste Aktienindex in den USA. Das hängt damit zusammen, ich muss mindestens 4 Quartale in Folge mal Gewinn liefern. Das hat Tesla jetzt erst gemacht und die Kommission muss entscheiden, dass sie Tesla eventuell aufnimmt. Total schwierig, weil es ist die 8 größte Aktie in den USA. Das heißt, indexorientierte Investoren müssen nach diesem riesen Run, den die Tesla-Aktie gemacht haben, dann, wenn sie hier aufgenommen würde, praktisch zu hohen Kursen nachkaufen. Der S&P 500 selber, der hat natürlich einen super Lauf, getrieben von einigen großen Technologieaktien. Und er ist ja sozusagen auf neue Allzeithochs gestiegen. Ich gehe davon aus, das wird sich fortsetzen, aber nicht mit dieser Dynamik. Also mal so Richtung 3.500 oder ein bisschen mehr. Klein wenig Rückenwind für die Weltaktienbörsen. Ja, Rückenwind in Amerika, davon kann man in Europa nicht sprechen. Da ist es so, dass der Eurostoxx sogar noch nicht mal den Wert von vor der Krise erreicht hat. Wie ist denn hier die Lage? Das sieht ja sehr schlecht aus. Ja, das ist eben nicht ganz so gut. Deshalb machen wir es auch relativ kurz. Wir haben eine Seitwärtsbewegung seit 5 Jahren. Hier oben ist ungefähr 3.850 Punkte. Corona-Base. Und hier sehr schön zu sehen, der Index ist zurückgekommen. Aber man darf nicht verkennen, er hat ein bisschen viel Old Economy noch an Bord. Und eben auch Corona-Krisenverlierer, Sektoren, aber auch Länder aus Südeuropa. Das findet sich in der Underperformance, in der schlechten Kursentwicklung wieder. Im Augenblick sind wir in so einem Trading-Markt mit 200-Tages-Linie. Wird ein bisschen im zweiten Halbjahr sich verbessern, aber dieser Underperformer-Status wird tendenziell bleiben. Alles klar, blicken wir dann zum DAX, also hier nach Deutschland. Der hat ja auch noch kein neues Allzeithoch aufgestellt. Wie sehen Sie hier die Lage? Ja, hier haben wir praktisch eine ganz interessante, es gibt 2 Facetten beim DAX. Auf der einen Seite, hier haben wir mal einen Chart von 20 Jahren, um zu sehen, wie interessant die Situation ist. Wir waren ja hier in der Seitwärtsbewegung unterhalb von 8.150 Punkten, waren mit Hilfe der Finanzkrise und der schönen Hosse auch rausgelaufen, bis auf 13.800. Und jetzt kommt die Situation Corona. Okay, das hat die Sache schwer getroffen. Man sieht aber, der Markt ist rund und hat diese 8.150 verteidigt, ist umgeschlagen. Der DAX ist relativ stark. Er gilt als so eine Art sicherer Hafen in dieser Corona-Zeit. Er ist ja fast am Jahresanfangskurs, während viele andere europäische Indizes noch weit, weit, weit dahinter liegen. Deshalb vermute ich, die Corona-Lage ist so ein bisschen aufgearbeitet. Und jetzt hängen wir hier fest. Und diese Zone zu überwinden, 13.000 bis 13.800, das wird doch schwer. Es wird eher ein freundlicher Grundton sein. Im Augenblick fehlt mir noch der Hinweis, dass wir auf neue Tops gehen. Jetzt können wir uns in Deutschland aber noch mal weiter umschauen. Es gibt noch mehr Indizes, neben dem DAX, den MDAX, TecDAX und SDAX. Ist hier vielleicht noch ein Blick wert? Ja, auf jeden Fall ist da ein Blick wert. Zunächst mal haben wir ja die Situation, dass der TecDAX, der hat ja auch nicht nur die Corona-Krisengewinner, sondern generell Digitalisierung, Biotechnologie, Medizintechnik dabei. Das ist sozusagen unser Mini-Nasdaq, wenn man das sagen will. Und hier in der Grafik, die ist ein bisschen klein, aber schwarz sieht man, das ist der TecDAX, der outperformt seit vielen Jahren die anderen Indizes. Der sollte sozusagen in keinem Portfolio fehlen, weil dort sind die Wachstumsaktien und auch die Fantasie gebündelt. Und jetzt haben wir die interessante Situation, das ist die große Grafik, seit zweite Halbjahr 2020. Und hier ist interessant zu sehen, die hellrote, bisschen knallige Kurve, das ist nämlich der SDAX. Eigentlich ein Stockpicker-Segment. Da sind ja die 70 Small Caps enthalten. Und hier sieht man, damit auf einmal fängt er an zu laufen. Ja, es fällt auf, dass wir viele Corona-Krisengewinner wie Online-Business-Modelle und so sind in dem SDAX schon enthalten. Und die nehmen jetzt richtig Fahrt auf. Deshalb ist meine Empfehlung, auch ein SDAX sozusagen in einem gut geführten technischen Portfolio nicht fehlen lassen. Alles klar, Herr Matzke, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Und wenn Sie Lust jetzt auf die Börse haben, dann schauen Sie doch mal vorbei bei unserem Börsenspiel. Da gibt es Preise im Wert von rund 100.000 Euro zu gewinnen. Und man lernt auf jeden Fall an Erfahrung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Sind Sie bereit für den Trader 2020?
Bereiten Sie sich auf die Realität am Aktienmarkt vor und gewinnen Sie einen Jaguar I-Pace. Das Online-Börsenspiel von Société Générale mit renommierten Partnern. Jetzt kostenlos anmelden unter trader-2020.de.